Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Nathan Swiss zum Finale gegen Okrim in Nathan vs. YouTube. Hi Okrim, was geht? Hi. Nix, außer dass ich dich jetzt platt machen werde. Nein, wir haben zwar Viertel vor 2 Uhr morgens, aber das heißt nicht, dass ich müde bin. Ah, die Map mag ich. Wir spielen um das erste Torrad im Rumble. Sonst alles Standard. Und ja, wir haben halt unentschieden die ersten 2 Runden gespielt. Und deswegen müssen wir jetzt das Finale spielen. Also, das Format Nathan vs. YouTube sieht so aus. Es geht ein Best of 3 in irgendeinem Spiel, ob es jetzt Minecraft, Fick dich Okrim, Riot League oder irgendwas anderes ist. Es ist auf jeden Fall ein 1 gegen 1. Und wenn du wenn schon einer 2 Spiele gewinnt, ist es schon vorbei. Dann heißt es, es gibt keine Runde. Aber wir haben halt unentschieden gespielt. Und Okrim mit der Behauptung verloren, seine Schwester hätte gespielt. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Ist natürlich nicht akzeptabel. Ich hab nur kommentiert. Ja, genau. Wenn der jetzt reingeht. Nein, unverdient. Das war nicht unverdient, das war geplant. Ja, das ist aber eindeutig verdient. Ich blockiere dich jetzt hier. Oh, nein! Wie lange der einfach auf der Linie lag, so unverdient. Also Controller an die Lade. Ja, wenn du mal gegen mich spielen möchtest, dann schreib mich einfach auf YouTube an und dann kannst du mal gegen Welch? Mich spielen. Nein. Halt irgendwie mal. Auf jeden Fall, ihr könnt oben rechts abstimmen, wer ihr denkt gewinnt. Och man, wieso kriegen die kriegen total oft das gleiche Item? Ist das irgendwie Zufall? Schätze ich mal, oder? Nein! Oh yeah! Shit! Ja. Und man kann dieses Format natürlich auch 2 gegen 2 spielen. Das heißt, dass 2 YouTuber gegen 2 YouTuber spielen. Also wenn ich meinen Partner brauche, Okrim, bist du dabei? Nee. Ist das irgendwie deine Standardantwort auf jede Frage, die dir gestellt wird? Oder nur wenn ich dich das frage? Nur wenn du mich das fragst. Ah, okay. Ergibt Sinn. Nicht. Aber ich muss dazu sagen, eventuell schon, ja. Ja, okay. Vielleicht kriegen wir noch. Wie viel du mir zahlst. Vielleicht kriegen wir. Auf jeden Fall wird einmal als Gegner Dali dabei sein. Och, leck mich! Und vielleicht finden wir noch jemand anderen, der mit Dali im Team spielt. Dann können wir bei der gegen Dali spielen. Na, okay. Komm, muss mal gucken. Sonst spiele ich auch nur gegen Dali allein. Echt? Willst du so hoch, Hochhaus gewinnen und ihn blamieren? Nein! Oh yeah! Warum hab ich das getan? Ja, weil du wusstest einfach, dass ich gewinnen werde. Und deswegen hast du direkt aufgegeben und die Forscher machen. Nee, jetzt komm mal. Siegel, ne? Was? Ja, okay, ciao. Ja. Danke. Ciao. Ja, ich bin Besitzer der Party. Cool. Tor. Was? Das war ein komisches Tor. Irgendwie. Der hat mich abgelenkt, der gerade in der Party war. Ja, genau. So, deswegen habe ich ihn jetzt einfach ein Tor machen lassen. Und so, ihr wisst Bescheid. Ja, auch hättest du das doch aufnehmen können, dann hättest du dann. Wirst du ja schlecht, du doch ein Rocket League gegen mich bist, dass ich der Beste von uns beiden bin. Das
glaub's auch nur du. Nein, Spaß, wenn einer von euch hier dabei ist, kann er es natürlich aufnehmen und auf seinem Kanal hochladen und dann sich besiegen lassen. Von mir. Nein. Mit dir. Ja, danke. Nein, ich hatte die Hoffnung, dass ich mich vielleicht auf übers Tor katapultiere und so, ey. Aber vor allem, ich muss ja nur den Ball nach unten halten. Das wäre nicht das Problem gewesen. Doch, wär's. Du kannst selbst das nicht. Ich werde dich zu einer Community eingeladen. GTA 5, Minecraft und Call of Duty, Black Ops. Ich habe kein Call of Duty. Hast du Call of Duty? Ja, aber ich spiel's nicht. Gute Entscheidung. Nein, Spaß. Ich habe mir 4 verschiedene Call of Duties oder so gekauft und alle jeweils 3 Stunden oder so gespielt. Okay, außer eins. Aber egal. Das soll ja jetzt nicht Thema sein, oder? Doch. Sondern dass ich hier gewinne, Bando, Wichser! Ah, shit! Hattest du nicht schon Angst, mich zu fragen, ob ich hier gegen das Spiel zum Aufnehmen, Alter? Nö. Du wusstest doch, dass ich gewinnen werde. Fuck! Wieso steht 2-3? Das heißt ja nichts. Ja, ja. Weil ich das spannend gestalte. Siehst du? Sag ich doch. Wo kannst du den Ball einfach nicht halten? Das ist spannend gestalten. Genau. Ja, wer den ersten Part noch nicht gesehen hat, der kann es natürlich nachholen. Hätte das Finale mit dem ersten Part kommen sollen, aber wir haben das erst einen Tag später aufgenommen. Weil wir keine Zeit mehr hatten. Echt? 2? Ja, stimmt. Donnerstag hatten wir den ersten Part aufgenommen. Oh, schade, wollte ich zerstören. Ah, habe ich schon gedacht, deswegen bin ich stylisch ausgerichtet. Und jetzt will ich es wieder spannend gestalten. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein Tor für mich reinmachen. Ja, sag's doch, wo du schon im Gedanken dabei warst, dass ich den Ball reinmachen würde. Genau, was laberst du? Du machst nie einfach so Tore rein. Außer wenn ich's will. Siehst du, was nein! Du jetzt? Oh, das ist schon Matchpoint! Ich hab dir gerade vor 10 Sekunden noch gesagt, ich mache jetzt 1-2. Und jetzt soll es wieder spannend sein, deswegen bitte. Fuck! Aber wenn du es nicht mal haben willst, das Tor, dann Pech gehabt. Nein, es war einfach kack gemacht. Aber ich gebe nicht auf. Ich gewinne das noch. Würde ich auch nicht mit deinem Gesicht. Matchpoint! Jetzt geht's in die Wurst. Letztes Tor! Jetzt dramatische Musik. Batman! Ah, ich darf mir schon irgendwas einfallen. Dieses Mal. Ist mal was richtig Cooles. Ah! Nein! Oh! Da, dieser Hügel davor, der stört ein bisschen. Das mag ich ja nicht. Danke, dass du zu deinem Tor fährst. Mit dem schönen Magnet. Nein! 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 Oh! Ja! Nein! Nein! Das war so, das ich war dieses. Dieser Tor, das war so vergeben. Das war die richtige. Das war so eine Vorlage gerade. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, Team YouTube wird immer gewinnen. Erst recht, wenn ich in dem Team bin. Was soll das jetzt heißen? Ja, Ansage. Alle meine Teamkameraden hier, alle deine Gegner werden gewinnen in den nächsten Parts.
Woher willst du das wissen? Weil ich gut trainieren werde. Ja, denkst du, als ob ich auch vorher ankündigen werde, wer als nächstes hier sein wird. Ist auch Schweiß und Blut. Ja, Scheiße. Ich würde mal sagen, ich werd dich irgendwann mal zu einer Revanche rausfordern. Ja, das kannst du machen. Kommt da drauf an, ob du überhaupt noch für mich akzeptabel bist, ob du überhaupt noch. Es muss ja nicht Rocket League sein. Es muss ja nicht Rocket League sein. Es kann auch Minecraft Bedwars 1 gegen 1 sein. Das nächste Mal. Ja, ja. Aber ich werde dich trotzdem fertig machen. Was willst du jetzt machen, ne? Ja, ich würde den Part beenden. Und dann würde ich mal sagen, das war's sozusagen mit der ersten Folge Nathan vs. YouTube. Danke an den Ockham fürs dabei sein. Und Ockham ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, lasst gerne ein Like da, ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Und wenn ihr das nächste Mal gegen mich spielen wollt, schreibt mich einfach an. Ciao! Warum denn kostenlos?